So, ihr Lieben, weiter geht es mit Teil 2 von Rückkehr in die verlassene Hütte. Wir gucken uns mal die zwei Rätselkarten an, die wir erspielt haben. Und des Rätsels Lösung würden euch die Zeiger hier verraten. Aber wo sind die Zeiger bloß? Hier, wartet. Wo ist der Rest? Hier, wartet. Ah! Okay. Das ist der falsche. Der gehört dazu. Der gehört dazu. Und hier fehlt noch was. Ah, nee. So, wir haben hier einen Zeiger und hier einen Zeiger. Okay. Wenn ihr sie gefunden habt, lest die Zeit ab. Code, Stunde, Minute, Sekunde. Okay, das kann ja schon mal heiter werden. Also, wir haben hier einen großen Zeiger. Hier einen schmaleren und der hier ist ganz schmal. Und hier steht gelb und grün. Also wenn das der Stundenzeiger ist, dann hätten wir 3 Uhr. Das sind wahrscheinlich die Minuten. Was ist denn das? Wollen wir? Das hier ist oben. Ne, dann haben wir 2 Uhr. 2 Uhr, 50 Min und 35 Sekunden. Weiß ich nicht. Aber wir haben dafür ja auch noch gar keine, Rätsel E. Und das heißt dann die 30, ne? Okay. Wir haben noch gar keinen Auftrag dafür bekommen. Und wir haben noch hier. Achso, hier kommt die aktuelle Zeitansage für diese Hütte. Seltsam, aber warm. Mit diesem Ton ist es hier exakt 8 Uhr. 0 Minuten und 5 Sekunden. Piep! Hier ticken die Uhren wohl anders. So, und dann haben wir das hier. Wo ja hier gelb und grün oben ist. Und hier ist gelb und grün oben. Wenn gelb und grün oben ist, dann haben wir 2 Uhr, 50 Minuten, das sind 40 Sekunden, nee, das sind nicht 40 Sekunden. 15, nee, das ist Viertel. Hä? Wir haben ja nur 10. Das Problem ist, wir haben ja nur 10 und nicht 12 Teile. Also das könnte 2 Uhr sein. Aber das hier, das ist ja 45. Das ist etwa 35. Das ist doch ungenau. Ich verstehe es nicht ganz. Weil das ist ja nicht... Das ist ja nicht genau... Hier ticken die und das Rätsels Lösung würden auch die Zeiger hier verraten. Aber wo sind die Zeiger bloß? Also die Zeiger haben wir zusammengesetzt. Aber die zeigen ja auf nichts. So, und das hier ist nicht halb. Wobei, das ist halb, das ist Viertel. Das wäre also die 3. Aber dann ist das keine 2. Ich verstehe es nicht ganz. Okay, dann gucken wir erstmal auf die Zeitung. Vielleicht zerdenke ich das wieder. Unter allen EinsenderInnen der richtigen Lösung verlosen wir ein exquisites Wellnesswochenende in einem 5-Sterne-Hotel. Einsendeschluss ist der kommende Freitag. Machen Sie mit. Und hier haben wir verschiedene Smileys. Okay. Code von groß nach klein. Okay. Dann haben wir noch aus unserer Rubrik Wissenswertes.
Im Römischen Reich wurde ab dem 5. Jahrhundert die Darstellung von Zahlen durch Zahlenzeichen mit der Assimilation des westgriechischen Alphabets übernommen. Hier ein Beispiel für eine Zahlenübersetzung. Hier haben wir auf jeden Fall die römischen Zahlen. Wenn wir das nicht wissen, ich denke mal, das wird dann später relevant. Polizei warnt und bittet um Mithilfe. Die hiesige Polizeidienststelle meldet einen bedenklichen Vorfall aus dem Exitec-Labor. Offenbar ist eine Gruppe Freiwilliger, die an einer Studie als Probanden teilnehmen wollen, unter falschem Vorwand einbestellt worden. Die Studie stellte sich als Trickbetrug dar. Was dann geschah, ist wirklich unglaublich. Nichts ahnend wurde die Gruppe mit Hilfe eines geruchlosen Gases betäubt. Als die Unglücklichen wieder zu sich kamen, waren sie eingesperrt und mussten Aufgaben lösen. Sie konnten nur mit Mühe und Cleverness entkommen. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei entgegen. Das haben wir definitiv noch nicht gespielt. Flucht aus der Jugendvollzugsanstalt. Der Häftling, nee, JVA ist doch Justizvollzugsanstalt, ja, war. Der Häftling Dr. Arthur Funbeck konnte vergangenen Montag aus der Justizvollzugsanstalt JVA. Oh Gott, wie peinlich. Noch ist unklar, wie ihm dies gelang. An Dreistigkeit kaum zu überbieten, schickte er 2 Tage später eine Postkarte an Gefängnisdirektorin Schmidt. Er sei fürchterlich enttäuscht, die Flucht sei wenig anstrengend oder herausfordernd gewesen, das Sicherheitssystem lächerlich einfach zu überwinden. Schmidt zeigt sich in einem Interview wenig glücklich. Die Situation sei besorgniserregend. Sie sei wütend und traurig. Wäre die Verwaltung nicht so habgierig, hätte man mehr Geld in ein vernünftiges Sicherheitssystem investieren können. Wir haben ja Sachen unterstrichen. Nämlich enttäuscht, anstrengend. Ach, das sind die Sachen, die wir hier brauchen. Fürchterlich, enttäuscht, anstrengend, glücklich, besorgniserregend, wütend, traurig, habgierig. Okay, die tragen wir also hier ein. Big Win, der wohl größte Gewinn der letzten Jahre, wurde an einer Slotmaschine im Casino Royale begonnen. Der glückliche Gewinner schaffte dreimal eine diagonale oder horizontale Dollargewinnreihe, gepaart mit farbreinen Symbolen. Ist auch wieder schwarz gedruckt hier. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist äußerst gering, da sowohl Farbe als auch Anzahl entscheidend für den Gewinn sind. Das Casino meldet dann gestern Nacht den Diebstahl der Slotmaschinen. Der Geschäftsführer zeigt sich verärgert, man hätte den Gewinn mithilfe der Maschinen noch überprüfen wollen. Oh Gott. Es wird auch gerade wieder sehr warm in diesem Raum. Okay, wir versuchen das mal. Erstmal mit einem Bleistift. So, und zwar haben wir hier habgierig. Habgierig. So, dann haben wir, war hier irgendwo traurig, anstrengend, enttäuscht? Wütend. Ich glaube, das ist wütend. Wo war denn wütend? Hat 6 Buchstaben. Nee, 7. Wütend. So, besorgniserregend. Das ist, glaube ich, besorgniserregend. So, besorgniserregend. Das ist glücklich. Glücklich. So, das ist, glaube ich, anstrengend. Der schwitzt. Anstrengend. So, da haben wir anstrengend. Jetzt haben wir noch traurig. Das ist traurig. Nee, das ist traurig. Traurig. Ich weiß gar nicht, ob ihr die so gut gesehen habt. Ich zeige sie euch mal. So, das ist anstrengend, das ist glücklich. Das ist, glaube ich, dann jetzt gleich enttäuscht. Das ist traurig, das ist habgierig. Das ist besorgniserregend. Das ist fürchterlich, vermutlich. Und das ist wütend. Also machen wir hier, was war das, habe ich gesagt, enttäuscht. Enttäuscht.
A-I-U. Enttäuscht. Und das ist für fürchterlich. So, das ist fürchterlich. So, und der Code von groß nach klein. Wir haben ja die Zahlen 1 bis 25. Ach ja, hier. Warte mal. Dann nehmen wir mal einen Zettel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Das hätte ich eigentlich mit Bleistift machen können. Na gut, dann nehmen wir jetzt Pink. Pass auf. So, 17 ist S. 12 ist R, 16 ist G, 23 ist N, 4 ist D, dann haben wir 25 ist I, 22 ist E, 3 ist N, 13 ist T, 14 ist A, 9 ist S, 18 ist D. T, 6 ist T, 20 ist ein A, 8 ist A, 2 ist I, 5 ist E, 21 ist S, 11 ist O, 26 ist E, 26? Also wir haben auch noch eine 27. So, 26 E, 15 N, 7 D, F findet. Mhm, okay. Das Ort Angst. Mhm. Wo war ich? I, 27 ist R, 24 ist H, 19 ist H. Und 10 ist ein W. Findet das Wort Angst Hasen hier? Findet das Wort Angst Hasen hier? Angst Hasen. Ah, der Code ist von groß nach klein. Das ist ja spannend. Ich hab's, warte mal. Und zwar Angst Hase. Aber ich habe nur Angst Hase. Angst Hase. Hm. Ich habe hier noch ein N. Gibt es ein zweites Möglichkeit für Angst Hase? So. Findet das Wort für Angsthasen hier. Und wir hätten Angsthase. Ist das gemeint? Ja. Wir hätten auf jeden Fall keine zweite Möglichkeit. Und wir haben hier drei Zahlen, nämlich die 9, die 6 und die 8. 9, 6, 8. Was mich halt nur irritiert, ist jetzt dieses N. Findet das Wort für Angsthasen hier. Und hier ist aber kein Angsthasen, sondern nur ein Angsthase. Wer weiß. Okay, wer weiß. Wir hätten erstmal die Zahlen 9, 6, 8. Vielleicht stimmt's ja und ich bin gerade bloß wieder ein bisschen penibel. Was haben sie gesagt? Von groß nach klein. Also 9, 8, 6 wär's. Und das Rätsel ist das Plus. Plus 9, 8, 6. Wäre eine 7. Okay, wir gucken. Soweit so gut. Und
JVA. Wir wissen ja gar nicht, welches... welches Symbol das ist, ne? Entkommen, Dreistigkeit, Postkarte. Ist hier eine Postkarte? Das ist die Uhrzeit, das brauchen wir hier. So, Sicherheitssystem. Nö, wir wissen tatsächlich, also theoretisch haben wir die Zahlen, wartet mal. Das ist die 986 und das Zettelchen ist die 7. Aber wir wissen noch gar nicht, welches Schloss wir damit knacken. Oh doch, hier, passt auf. Hier ist ein Plus. Und das heißt, es ist das hier. Okay. So, also die hier. Eine 11. So, wir dürfen aber nicht vergessen, es ist für Fortgeschrittene. Okay, ein Kinderspiel. Das Schloss am türkisfarbenen Tisch schnappt auf und ihr zieht einige Dinge daraus hervor. Der Polizist schüttelt nur mit dem Kopf. Ich habe keine Ahnung, was wir mit diesem Zeug sollen. Funbeck muss verrückt sein. Okay, vielleicht verdreht der Polizist uns doch nicht. Auf die Hilfe des Kommissars könnt ihr also nicht zählen und müsst euch alleine auf Spurensuche begeben. Wir haben das auf jeden Fall geschafft. Ihr findet die Rätselkarten hier. Außerdem R und W. Und wir dürfen uns ein seltsames Teil nehmen. So, dann machen wir hier das noch raus. Hierfür nehme ich dann Spuren lang. Was ich auch sehr spannend finde. So, ich mache auf jeden Fall gleich ein kleines Päuschen. Ich muss jetzt erstmal das Rollo runter machen, damit es hier drin nicht noch heißer wird. So, das haben wir auf jeden Fall gefunden. Wir haben das zweite Rätsel erfolgreich, also eigentlich haben wir auch das erste Rätsel erfolgreich geschafft. Nur danach ist es blöd geworden. Okay, das hier haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Das tun wir schon mal weg. Das sind die 9. Und ich weiß noch nicht so richtig, was ich von dieser Grammophon-Geschichte halten soll. Wollen wir das mal noch ganz fix austesten? Also, die Zeiger haben wir gebraucht, ne? Zeiger 1, Zeiger, Zeiger 2 und grün und gelb ist oben. Und wir haben ja gesagt, das ist dann so 2. Das ist eher eine 40, 35. Und das ist eine 50. Aber verstehen tue ich es nicht, weil hier steht 30. Nicht weinen. Nicht weinen! Das wird schon. So. Ja, das verstehe ich noch nicht. Hier kommt die aktuelle Zeitansage für diese Hütte. Seltsam, aber warm. Mit diesem Ton ist es hier exakt 8 Uhr, 0 Minuten und 5 Sekunden. Piep! Und das Rätsel ist Lösung. Würden euch die Zeiger hier verraten? So. Aber wo sind die Zeiger? Wenn ihr sie gefunden habt, lest die Zahl ab. Stunde, Minute, Sekunde. So. Aber wenn das halt 2 ist... Ich meine, wir hatten ja 50 Minuten und 35 Sekunden, aber das können wir ja hier gar nicht eingeben. Wisst ihr wie? Oder lass mich mal nachdenken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also wenn das eine 2 ist, 3, 4, 5, 6... Dann wären es 6 Minuten. Ne, das ist Sekunden. Dann wären es 6 Sekunden und
7, 8, 8 Minuten. Dann wären die Zahlen 2, 8 und 6 bei rund. Wir versuchen das jetzt einfach mal. 2, 8 und 6. Fühlt sich alles falsch an, aber es ist zumindest ein Anfang. So, 18. Danach mache ich einfach Pause. So, und hier hätten wir auf jeden Fall auch einen Code. Und zwar beim Grammophon. Und da gucken wir uns jetzt mal noch die 25 an. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja... Das war's, echt? Das war's? Ich hab's geknackt? Ist ja unfassbar. So, unfassbar deswegen, weil man hat ja die ganze Zeit versucht, mit unserem Zahlensystem, ne? Das ist ja 3, das ist 6 und das ist 9, aber es geht ja quasi nur bis 10. Wisst ihr wie? Und das hat hingehauen. Ich bin gerade völlig perplex. So, wir können es nochmal nachstellen. Also oben ist, wir können es nochmal nachstellen. Falls jemand nicht weiß, was ich gemacht habe. War mal wieder so ein bisschen experimentell. So, also das hier, der dicke ist ja der Stundenzeiger. Der zweitdicke ist der Minutenzeiger und der ganz dünne ist der Sekundenzeiger. Und hier steht, oben ist grün und gelb. Also oben ist grün und gelb. So, und das wäre dann, also meine Vermutung war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und deswegen habe ich gesagt, hier, das ist das zweite. Dafür nehmen wir eine 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, für den Sekundenzeiger war es, genau, nehmen wir eine 6. 7 und 8 und für den Minutenzeiger nehmen wir die 8. Was ich ein bisschen schwierig finde, weil es ist ja nach der 8. Also es ist eigentlich zwischen 8 und 9. Aber vielleicht, dass die 8 abgeschlossen ist. Also ich habe ehrlich gesagt nicht daran geglaubt, dass das funktioniert. Aber offensichtlich können wir uns hier die Karten auch noch nehmen. So, das heißt, die zwei tue ich schon mal weg. Das ist also dafür, dass ich im ersten so gefailt habe, ist das gerade sensationell. So, ja, das winzige Fach im Grammophon springt auf. Erstaunlich, wie viel darin ist. Ihr wollt dem Polizisten eure Freude zeigen, doch er lehnt nur am Schrank und dattelt an seinem Handy. Spielt wahrscheinlich Candy Crush. Ihr seid euch nicht ganz sicher, ob er einfach nur dämlich oder stinkfaul ist. Na, ich zweifle auch gerade. Ah, gut, wir haben's gelöst. Ich habe nicht dran geglaubt, wir haben es gelöst. Aber ihr wollt hier weg, denn euer unheilvolles Gefühl könnt ihr immer noch nicht abschütteln. Dann lüftet ihr das Geheimnis von Umfunbeck alleine. Wir dürfen, wo kommt das her? Ach, das kommt hier noch dazu. A nehmen, wir dürfen C nehmen und M. So. Das ging ja, das fand ich gut. So. Das heißt, im dritten Video haben wir jetzt zwei Stapel. Ich hole mir jetzt erstmal neues Wasser, mache hier die Hütte dunkel und wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss!